ist LAN-Party und wir buddeln gerade aus. Warum? Für Charity. Jeden Diamond, den wir finden, ist quasi Geld an der Charity. 5 Euro pro Diablock an Viva Con Agua und die finanzieren Brunnen damit. Für Trinkwasser für alle. Das ist sehr, sehr geil. Kein Sellout diesmal für Charity. Viel Spaß mit dem Video und den Highlights. Ich werde jetzt heute 12 Stunden diese Diamonds abbauen und dann werde ich die ganze Zeit Prime spaten. Das ist der Plan. Oh, Diamonds. Romata, können wir mal ganz kurz, du hast auch mathematisches Grundverständnis, ne? Ja. Es geht ja darum, wenn du Diamonds farmst, so viele Blöcke wie auf einmal freizulegen, wie es geht. Ja. Spark und G-Time farmen nur mit geradeaus buddeln. Ja. Weil du dich dann nicht so viel konzentrieren musst. Also du musst einfach Nein, warte, dein Argument ist falsch. Sondern du buddelst mehr Fläche in kürzerer Zeit ab, als wenn du dich immer wieder nach links und rechts drehen musst. Jeden Block, den du freilegst, schaust du, was ist hinter dem Block, den du freilegst. Also wenn du nach links buddelst, legst du mit einmal ja nach oben, nach unten und geradeaus frei. Oh. Zum ja, Schauen. Oh mein Gott, deswegen habe ich dich gefragt. Genau, Mann, es ist schon, schneller, macht keinen Bock und es ist auch, nur ein bisschen schneller. Es ist nur ganz wenig schneller. Mit geradeaus buddeln legst du 5 Blöcke frei, in derselben Zeit, wo du beim anderen 6 Blöcke freilegst, so. Es ist keine Ahnung. Gerade ausbuddeln ist effizienter. Allein schon, weil es mehr Spaß macht, ne? Ja, macht richtig toll Spaß. Wenn keinen, der 24 Stunden Strip-Minen nach links und rechts buddeln gemacht hat. Scheiße. Das stimmt. Ich kenne einen, der hat das 48 Stunden gerade ausgemacht. Es macht keinen großen Unterschied, aber es ist deutlich angenehmer, ja. Aber es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ja. Nein. Wie sauer. Wenn du das ganz genau sagen willst, dann müsstest du aber auch nachrechnen, wie viele Flächen du pro Stunde freilegst mit deiner Technik und wie viele mit meiner. Also wenn du es perfekt timest, kannst du die ganze Zeit einen Block aufbauen. Es ist gerade schon sehr schwer, ich habe so keine Sekunde zu verlieren. Es ist schon krampfig. Du musst es ja auch alle 3 Blöcke machen und nicht alle 2. Und wenn du es mal alle 2 machst, hast du schon verkackt und Zeit verloren und so. Es ist schon... Du, und da fängt es schon an. Ja, dann musst du noch das machen, dann musst du noch das machen und darauf musst du noch achten. Ja, ja, es ist geradeaus ist 1000-mal geiler. Niemand würde sagen, dass Strip-Mine besser ist. Ja, und scheiße, wenn du Lavasee hast. Dann buddelst du dich über den und dann dahinter wieder runter. Wie stressig. Wie hast du das gemacht, Roberto, als du so lange gerade ausgebuddelt bist? Ich bin immer durchgeschwommen. Ich hatte, glaube ich, Fire Protection dabei und bin durch die Dinge einfach durchgeschwommen. Und dann habe ich auf der anderen Seite mich wieder rausgebuddelt. Das habe ich im Nether genauso gemacht. Du kannst die nicht immer freilegen. Und wenn du Fire Protection hast, dann macht dir Lava gar keinen Schaden. Ich glaube, dann kannst du dich sogar gegenheilen, wenn du einfach isst in der Lava. Sorry. Hast du schon mal einen Strobel-Spawner gefunden? Ja, sitzt neben dir. Der Strobel wird noch so viele Strobels in seinem Leben spawnen. Mit Discord kommen. Ja, schon wieder nicht Discord. Was soll der Scheiß? Redet nie in sein Mikrofon. Was ist? Sehr gut. Komm mal Discord. Huch, ihr seid nur ein Channel über mir gewesen. Ich will einmal reden hören in den 7 Tagen. Das ist übel entspannt. Ich höre mir während das Ding seit Domian an. Unterhalte dich doch lieber mit uns. Du hörst jetzt einen Podcast, den Beispiel mit uns zu reden. Da sind unsere Gesprächsthemen für Chef Strobel einfach nur zu langweilig. Ist auch oh, so. What the fuck? Ich war unten im Channel und keiner joint bei mir. Wieso dodgt ihr mich dann hier weg? Ich hab doch gesehen, dass ich unten im Channel bin. Ich war der allererste, der auf Discord war. Und ihr habt mich alle gedodgt. Was ist das denn? Was ist Domia noch einer geilsten Formate, Digga? Warum warst du mit Gannon, Digga? Es ist 12.48 Uhr. Mit deiner Mom gestern bei mir war. Oh, ich muss gleich teflonieren. Auch mit seiner Mom? Nee, mit deiner. Oh. Ach, ich hab wieder Sportsachen für morgen dabei. Ja, was für Sportsachen brauchst du? Du brauchst nur die Schuhe, oder? Hä? Welche Kickschuhe hast du, Sebo? Oder hast du... Die gleichen wie Romatra, weil der mir die... der die einfach genau gleich... Ich hab die dir nachgekauft. Hast du hier die... Wie heißt die Marke? Die mit dem Tier drauf? Puma? Puma, die Snacks in ihrem Maul. Oh, yeah. Aber den wusste ich, Alter. Hä? Ich hab's doch sogar gesagt. Ich hab's doch sogar gesagt. E-Clip von Romatra schicken. Ach, mein Gott. Was essen wir heute? Ja, das war schon die Frage, Marge, vorhin. Oh, geiles meines. Geiles Sebo, ja! Ich bin immer noch auf Burger-Murger. Ja, ich wollte gerade sagen, gibt's hier einen geilen Burger-Murger-Laden? Aber selbst machen, schmachen? Ich weiß nicht. Wir haben keinen Ofen. Stimmt. Was ist dein Vorschlag, Morschlag, Max? Da haben wir keine Pommes-Mommes für, ne? Passt euch alles. Und das wäre echt Katastrophe, Mofe. Lass es bitte mit Fußball. Digga, ich habe wahrscheinlich 10-mal höher als zugekickt. Oh. Unangenehm. Ist mir doch egal, Junge, warum sind solche Nuttensöhne bei mir beim Stream? Oh yeah! Geil! Ja, das ist ein richtig geiles Thema, was für Strobel richtig sauer macht. Oh nein, müde. Digga, wie gesagt. Zu wenig Schlaf. Warum kriegst du denn zu wenig Schlaf, Chef Strobel? Chef Strobel, okay, du bist irgendwie echt, also du hast echt unglaublich viele Star-Allüren. Das Problem ist wirklich, dass ich einen leichten Schlaf habe, also ich wach von jedem dummen Geräusch auf. Du hast ganz viele so Kleinigkeiten, die dich daran behindern, richtig zu zocken. Du hast irgendwie so 10 Schwächen, die dich daran behindern, einfach mal zu zocken. Ich träume eigentlich nie, aber hier träume ich extrem, Alter. Ich habe echt Scheiße geträumt. Witzig, ich habe auch Scheiße geträumt. Ich habe zum Beispiel geträumt, ich bin hingefallen, okay, und habe mir den Kopf aufgeschlagen. Eine normale Platzwunde, so ganz normal. Ist halt blutet
blutet halt und ist scheiße. Scheißtraum, ja. So, und dann kam der Rettungsarzt und der meinte, nähen ist nicht mehr. Es wird nicht mehr genäht auf der ganzen Welt. Das haben die entfernt quasi. sie haben einfach das Wunden zunähen entfernt und ab jetzt wird geklebt. Aber es muss dann immer nachgeklebt werden. Das heißt, ich muss jetzt jeden Monat einmal zum Wundekleben kommen. Und ich war so derbe abgefuckt. Ich so, hey, wie könnt ihr einfach nähen entfernen? Das war doch so eine chillige Lösung. Dann hat er das zugeklebt und dann weiß ich, dann das ist das alles, was ich mir erinnere. Ich war im Stadion auf dem KSC-Spiel. Also wirklich, die Ordner wollten mich nicht reinlassen, obwohl ich eine Karte hatte. Was für ein stressiger Scheißtraum. Ja, und ich musste das mit den Regeln so, also es war wirklich voll kompliziert zu erklären alles. Und dann musste ich denen auch irgendwie meinen Ausweis zeigen und so, dann haben die mich irgendwann reingelassen. Das sind immer so richtige Kackträume, wo du nichts machen kannst, ne? Du bist einfach ausgesetzt der Situation, in der du bist und kannst sie nicht ändern. Weißt irgendwie, du musst da rein, aber du weißt nicht mehr warum. Warum ich mir ein Spiel im Traum angucken? Das Stadion war auch wirklich weird aus. Es waren den Seiten so offen, aber auf einmal waren links und rechts so riesengroße Tribünen. Ich hatte tatsächlich, das war ganz beschissen, das hatte ich auch noch nie gefühlt. Der ging ganz, ganz lange immer wieder. Ich weiß nicht warum, ich hatte den Tattoo, das sah richtig, richtig aus. Das war so richtig fein am Arm und hab dann nur lange T-Shirts getragen und derzeit überlegt, ob ich mir das weglasern lasse. Und dann hatte ich aber immer wieder andere Träume und in diesem Scheiß-Träumen hatte ich dann auf einmal immer wieder mein Scheiß-Tattoo auf meinem Arm. Hat mich immer unglaublich geärgert. Das war wirklich ein Albtraum. Es war wirklich ein Albtraum. Einfach tätowiert worden im Traum. So, Max, ja, und du spendest jetzt Geld. Fünfer pro Diamond Block, ja. Für welche Organisation? Viva Con Aqua. Viva Con Aqua. Geil, trinke ich gern das Wasser. Schmeckt lecker. Finn Kliman hat es auch richtig gefeiert. Aber die haben Finn Kliman nicht gefeiert. Guck mal, Rewe, ich hab extra so einen Kommentar nicht gemacht. Die ganze Zeit. Also ich habe ihn mir 2 Tage lang verkniffen und dann kommst du rein und machst ihn die ersten 3 Sekunden, die du so weißt. Ja, aber es ist ja nichts Schlimmes. Das ist doch krass. Aber spricht doch voll für Viacon Aqua, dass sie sich von ihm losgesagt haben, wenn er so eine Scheiße abzieht. Aber lass mal, was macht der heutzutage eigentlich? Das war ja so ein Riesending, so 4 Millionen Aufrufe von Jan Böhmermann innerhalb von einer Woche. Was ist jetzt eigentlich? Das ist arbeitslos. Der ist raus. Der macht kein Content mehr und nichts. Das ist tot und das war's. Ja, das war's. Das ist vorbei, Junge. Ja. Doch feiern, wenn er jetzt so ein Video macht, ich bin Millionär oder sowas. Der ist so auch ganz doll ein bisschen auch in so diese Querdenkerschiene reingerutscht, ne? So von wegen, dass die Medien ihn jetzt klein machen wollen und so, weißt du, was ich meine? Damit hat er dick Scheiße gebaut und wenn du halt als Saubermann das Image hast, natürlich will ich dann jeder klein machen. Vorzeige-Influencer des Landes bist und plötzlich nicht mehr das bist. Natürlich stürzt sich dann alle drauf. Wäre jetzt so, wie wenn Spark of Phoenix auf einmal einen richtig vulgären Diss-Track rausbringt, als family-friendly Content oder Paluten zum Beispiel und eine Ansage an Farid Bang schiebt. So, das wäre ja genau das gleiche. Gaga-Gelaber. Warum kenne ich den nicht? Wer ist das? Ach, Kliman. Oh. Mann, ja. Rimp aus. Das geht nicht. Selbst ich kenne den. Selbst Cheetah. Der hat halt so Videos gemacht, wie er Handwerker ein bisschen bastelt und so. War das der Bre mit den Fake-Masken? Ja, der Fake-Masken-Bre, ja, okay, Alter. Dann. So ein geiles Image. Und jetzt ist er einfach der Bre mit den Fake-Masken. Also ein Stack Blöcke muss man machen. Mindestens. Wie geht das Essen aus? Ja, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Ein Stack Blöcke, du weißt, das ist ziemlich viel, ne? Hey, Bro, ich hab jetzt schon 18 Blöcke. Musst du noch mal dreimal so lange jetzt. Yo, Romatra, weißt du was? Was? Da brauchst du nicht denken, nur weil du studiert hast, dass du mir irgendwas vorrechnen kannst, ja? Folgendes Prinzip, Romatra. Es gibt nämlich eine gewisse Feldstreuung, ja? Denn es ist nämlich so. Oh, sehr gut, danke, G-Time. Ja, Alter, ich hab dich gefickt. Ja, let's go. Du wurdest gerade gefickt, Alter. Ja, ich finde so Counter-Strike ist ja ein übersimplifiziertes Game eigentlich, ne? Aber es ist halt in den Feinmechaniken. Bro, Hals, Maul, lass mich doch ausreden, du Nuttensohn! Das ist echt so, Alter. Immer dazwischen reden. Also, was ich sagen wollte, das Game als solches sieht ja aus, erstmal so, wenn man das jetzt so von außen betrachtet, wie so ein normaler Shooter. Aber wenn man dann halt checkt, wie krass die Mechanics hinter dem Game sind und wie jedes Movement und jedes Smoke und alles und Timing und so, das ist so krank komplex, das ist so heftig. Aber deswegen ist Counter-Strike der geilste Sport zum Zuschauen, weil du kannst irgendwen davor setzen und sagen, ey, hier sind 2 Teams, die müssen sich gegenseitig umbringen, das Team, was am Ende lebt, hat halt die Runde gewonnen, fertig. So, das raffst du. Du schaust zu und du raffst es einfach. Das geht halt bei League of Legends nicht und das geht bei Valorant auch nicht. Valorant sind viel zu viele Fähigkeiten. Halt doch mal die Valorant ist viel. Du bist so dumm. Junge, in Valorant, da kommt auf einmal eine riesige Giga-Pfütze, Alter. Und dann schießt einer mit einem Laserbogen durch die Wand und so du fliegst dumm, auf einmal Alter. 3 Meter in die Luft und irgendwer kommt im Raketenwerfer angesprungen, Alter. Es geht jemand, der mit Gaming nichts am Hut hat. Ja. Der sieht zum allerersten Mal Valorant. Ja. Das ist Counter-Strike 1000 Mal einfacher zu verstehen. Wenn du auch mal siehst, wie Counter-Strike auf dem höchsten Niveau gespielt wird, ist das auch erstmal schwer. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, du Idiot. Mano.
hört nicht richtig die Augen. Ja, der rafft's nicht. Der rafft's nicht. Beides, Alter. Er ist zu dumm zum Zuhören. Deswegen zum Beispiel finde ich, ist Rocket League auch ein unglaublich geiler E-Sport. Du hast einen Ball in der Mitte, zwei Leute in Fahrzeugen und die müssen mit dem Fahrzeug den Ball ins Tor schießen. Boom, fertig. Und deswegen finde ich auch Clash Royale einen unglaublich geilen E-Sport, weil du musst einfach so den mit Einheiten an den gegnerischen Turm kommen und den Turm kaputt. Ja, aber Clash Royale finde ich ein bisschen komplizierter. Ja, ja. Jede Einheit macht was anderes. Auf einmal spawnen da irgendwie Zombies unter dem Turm und greifen den an. Dann fliegt da ein Feuerball rum. Ist schon wieder ein bisschen anders. Der Strobel schaut alle seine Animes und die schreien. Ich weiß gar nicht warum. Die sprechen ja, weil sie geil macht, Alter. Weil die so stöhnen und so. Die schreien so, ja die ganze Uwo Zeit. Und so ja, die sagen jetzt halt Uwo, sagen die. Uwo und sowas. Japanisch Originalton. Guck, der ist irgendwie ganz weird drauf. Rare Spark of Phoenix W. Riz. For real, for real. Ja, ich schaue auch mal mein Anime ist auf Japanisch. Aber ich bin nicht so ein Loser wie du. Oh yeah. Also wer Japanisch auf Deutsch schaut, der hat übel, der ist kaputt im Kopf. Ist das scheiße? Das macht ihr die ganze Zeit? Ihr seid Psychopathen, Alter. Wir haben Matsch in den Bieren. Ich bin aufgestanden und hab gerade Wasser ins Gesicht gehauen. Ich hab jetzt zwei Blöcke gefunden, nicht so. Romatra, wie lange ging der lange Stream, wo du gerade ausmeinst? Das waren dann wohl 36 Stunden am Stück. Ja. Das ist krank, Digga. Geld würde Romatra aber auch eine Wand angucken, 36 Stunden. Das stimmt. Das würde ich wirklich machen. Du bist so ein Kommi von der Grundüberzeugung her, aber selber würdest du das niemals für dich machen. Nee, das Problem ist, kann ich dir ganz schnell erklären, ich bin der Meinung, dass es nicht meine Aufgabe ist, das System zu stürzen. Wir haben Politiker, die werden ganz doll dafür bezahlt, dass die mal was fixen. Machen sie nicht. Das Geldsystem abschaffen? Ja. Du möchtest, dass das Geldsystem aber sich warum? Du liebst doch Geld, bist du dumm? Was meinst du, soll ich machen? Sag mal, was ich machen soll, Revi. Ja, wenn du wirklich überzeugt wärst, dann würdest du jetzt deine Reichweite nutzen und irgendwie so eine Partei gründen und dann irgendwie dich an der Straße festkleben dafür oder sowas. Was ich soll ich, jetzt also eine Partei gründen und mich an eine Straße kleben und damit löse ich dann das kapitalistische Problem, was wir haben. Ich mach halt irgendwelche Ethik-Hacks. Merkst du selber. Ahnung, aber du bist halt überhaupt nicht grundüberzeugt. Du sagst das immer, aber merkst du selber. Du würdest halt niemals dafür einstecken wollen, um das irgendwie zu ändern. Verstehst du? Ja, korrekt. Hä? Ja, also bist du nicht überzeugt davon? Nein, weil meine Überzeugung daraus ruht, dass wer anders dafür bezahlt wird, sogar es zu machen. Das ist so dumm dämlich. Kannst du jetzt sagen, wie du möchtest. Ich weiß nicht, ob ein Che Guevara oder sowas das auch so gemacht hat. Nee, der hat das nicht so gemacht. Ja. Aber ich glaube, der hat auch in ein bisschen anderen Verhältnissen gelebt, als wir hier in Deutschland. Ja, der war kein privilegierter Streamer, das stimmt. Genau. Nee, Romata, also du bist es nicht. Du bist nicht der linke Widerstand, den sich die Leute erhoffen, ne? Also, das kann ich dir sagen, ich bin nicht der linke Widerstand, den sich die Leute erhoffen, ja. Und jetzt? Und alle so. Und jetzt würde ich gerne 36 Stunden Wand angucken für Geld. Dafür redest du aber sehr, sehr gerne und sehr häufig von dieser Idee. Das ist der Widerstand, den sich die Leute wünschen, aber das ist den, den sie verdient. So Leute, das ist das Video gewesen. Wir haben jetzt 9,5 Stunden Diamonds gefarmt. Das ist unser Turm, den wir gemacht haben. 124 Blöcke sehr hoch. Krass. Wir haben insgesamt 124 Blöcke gesammelt. 1240 Euro. 5 Euro von Max, 5 Euro von Sascha. An Charity, an Viva Con Agua. Vielen Dank fürs Schauen vom Video. Lasst doch gerne ein Abo da und eine Bewertung. Und schaut auch auf jeden Fall bei Sascha und Max vorbei für das geile Projekt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch immer noch selber was bei Viva Con Agua da lassen. Und damit auf Wiedersehen. McConaughey, hol die Shotgun. Ja, Daddy, hier, nimm sie doch. Wir haben hier einen Einbrecher bei uns. Los, verschwinde. Daddy, knall ihn ab. Verschwinde von meinem Grundstück, du Redneck.